Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. In der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben uns geprügelt mit einem Haufen Kinder der Hargonen hier, haben eine neue Aufgabe gekriegt, haben einen neuen Gefährten gekriegt, und zwar da vorne einen kleinen Schnuffi-Wuff. Und dem wollen wir jetzt mal folgen, denn der kann uns wohl mehr Samen zeigen. Dem laufe ich jetzt einfach mal hinterher. Und dann gucken wir. Ja, ja, ich komme doch, ich komme doch. Der ist voll schnell, ne? Jetzt Stress. Ja, Monster, warte. Kümmern wir uns drum. Haben wir? Oh, in eine Höhle. Nein, das ist ein Durchgang. Ein neues Gebiet. Boah. Sieh mal, Shinny. Hier sieht es ganz anders aus als auf dem Rest der Insel. Ja, hab ich auch gerade schon gesehen. Das ist eine Art Sumpf. Ich wette, hier können wir alle möglichen neuen Sachen finden. Schauen wir uns mal um. Ich sehe auf jeden Fall schon die Dornen, die wir brauchen. Eh. Was ist das denn? Da drüben ist eine schmuddelige kleine Ratte. Vielleicht können sie uns mehr über die Gegend erzählen. Okay. Schmuddelratte! Ah, hier ist wieder so eine Teleportkugel. Das ist gut. Ja. Hi. Greg, was macht denn ein Mensch hier? Und unterwegs zu dem Picknick, was? Das würde das Grinsen erklären. Das hier ist der Grünfeldsumpf. Hier willst du dich nicht finden. Also berühre die Kurskugel da, bevor du weitergehst. Die Samenratten und Wichte hier werden euch nichts tun. Falls ihr Schwierigkeiten habt, könnte es sogar hilfreich sein, mit ihnen zu sprechen. Hm? Okay. Tatschen wir erstmal die Kugel an. Dann haben wir das nämlich als neuen Teleportpunkt hier schon mal freigeschaltet. Dann können wir nämlich easy in den Sumpf vorstarten. Und ich hätte gern die hier. Okay, wartet. Oh. Dann habe ich das Ding gewechselt. Sehr gut. Dann können wir nämlich... Habe ich nämlich diese... Oha, die tun weh. Aus der anderen Waffe machen. Ich hole Hund, ich komme. Mal raus, kommst du bitte? Hund hat's eilig. Hund. Was hast du denn für eine lange Schnüffelnase? Ja, ich komme. Ja, in die Höhle, okay. Oh, das sind keine Samen. Das sind Menschen. Oh, guck mal, wie süß. Gehört er zu euch? Hi. Nein, ich wollte nicht wechseln. Ich wollte mit dir reden. Wer bist du? Oh, hallo. Mit dir habe ich mal mein Mittagessen geteilt. Hast du die Leute hergebracht, damit sie uns retten? Na, das ist ja großartig. Wir trotten den ganzen Weg hierher und finden gar keine Samen. Nur ein paar verwahrlost aussehende Mädels. Also Malros, ganz ehrlich, ja? Die Mädchen hier zu retten ist, glaube ich, gerade wichtiger, als blöde Samen zu sammeln. Manchmal hast du euer Herz wie ein Glotz. Ich muss das erbitten. Wie du siehst, wie du sicher siehst, sind wir Damen, keine Mädels. Und zwar recht zauberhaft, wenn ich das so sagen darf. Gott, die Kleine schon mal süß. Wer redet denn da? Die Kinder Hargons haben uns in dieses grausige Loch geworfen. Wir sollen über unsere Sünden nachdenken, haben sie gesagt. Aber das ist Tage her. Seitdem sitzen wir hier fest. Ich weiß, dass das Kochen falsch ist. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich war ja so hungrig. Oh Gott. Sag, wer seid ihr denn? Was seid ihr von Beruf? Ich bin Erbauerin. Oh, eine Erbauerin, sagst du? Und du baust mit deinen Freunden einen Bauernhof? Das ist ja herrlich drollig. Nein, 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 nein. Ich habe noch nie solch eine Ketzerei gehört. Die Kinder Hargons werden das niemals zulassen.
Scheint, als hätten wir noch ein paar echte Gläubige am Hals. Bringen wir sie zurück zum Bauernhof und machen sie zu Erbauern wie diesen anderen Typen. Oh, wie spaßig. Das hört sich wirklich amüsant an. Ich bin Lilly und das ist meine Schwester Safra. Wir würden euch nur zu gerne zu eurem Bauernhof begleiten. Und wenn du deine Karte benutzt, können wir alle im Handumdrehen hinspringen. Schön, dass das Kind sich so auskennt, ne? Springteufel, du kannst überall dorthin springen, wo du ein Blöp-Symbol auf der Karte siehst. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Drücke das und dies und jenes und hüpf zum Bauernhof. Okay. Strich. Karte. Bauernhof. Und hüpf. Ja. Nehmen wir die mal alle mit. Ich hoffe, der Hund kommt auch mit. Der ist nicht gehüpft. Hund? Doch, Hund. Hund ist auch dabei. Ja, willkommen. Yay. Yeah. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Und warum habe ich gerade die Faust in die Luft gestreckt? Das muss ein Bauernhof sein, Chini. Er ist einfach herrlich. Ihr müsst alle so hart gearbeitet haben, um ihn zu bauen. Da kommen wir doch beinahe die Dritten. Was redest du da nur, Lilly? Das hier ist eine Brutstätte der Ketzerei. Lass dich nicht von dieser Erbauerin hinters Licht führen. Ach komm, was mich angeht, können die Kinder hungern und sich verpfeifen. Ich werde hier wohnen, Erbauerin werden und essen, bis mir der Gürtel reißt. Die sind für dich, Jenny. Ich habe sie im Sumpf gefunden. Sie rochen so gut, da habe ich sie behalten. Betrachte sie als ein Symbol unserer unvermeidlichen Freundschaft. Zuckerrohr. Es war kein Loch, es war Zuckerrohr. Safra und Lilly lassen sich auf dem Grünfeld-Bauernhof nieder. Cool, noch mehr neue Gefährten. Wobei die kurze irgendwie die taffere und mutigere von beiden ist. Die große ist noch ein bisschen, ne? Oh, sie haben Herz und Arsch gekackt. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Wie Sie sehen, haben wir auch einen Priester der Kinder hier. Also alles sicher, alles safe. Jenny, ist es das, wofür ich es halte? Ja, das ist es. Das ist eine neue Pflanzenart. Wieso bist du nicht aufgeregter? Unsere neue Hundefreundin hat sich ihr Futter redlich verdient. Und sie hat uns neue Setzlinge und neue Freunde gefunden. Lilly muss diese Zuckerrohrsetzlinge im Grünfeldsumpf gefunden haben. Ich wette, ihr könnt mehr davon finden, wenn ihr nur gründlich genug sucht. Was? Und wie es scheint, will unsere vierbeinige Freundin auch helfen. Das sind tolle Neuigkeiten. Das heißt... Halt, Hundi! Rex? Fifi? Arco? Prinzessin Pudelwurm? Sie ist weg. Will sie uns nun helfen oder nicht? Sie scheint in ihrer eigenen Welt zu sein. Wie können wir sie dazu bringen, uns zu helfen? Oh. Hey, Pastor. Um die Treue eines Tieres zu gewinnen, gibt es nichts Besseres als ein schönes Kopftätscheln. Selbst natürliche Scheu vor Menschen kann einem ordentlichen Tätscheln nicht standhalten. Möchtest du auch getätschelt werden, Al? Man muss nur da genug zum Tätscheln herankommen, ohne ihren Zorn zu wecken. Schleiche dich langsam von hinten an, damit das Tier dich nicht sieht. Du darfst nicht rennen. Ein Versuch ist es wert. Ich habe aber überhaupt kein Talent zum Anschleichen. Also muss ich das deinem Geschick überlassen, Genie. Na los! Streichel die Hündin. Okay, bewege sanft den linken Stick, um dich zu einem Hund heranzuschleichen und drücke A, wenn du in Reichweite bist, um den Wauwau zu streicheln und Freundschaft mit ihm zu schließen. Stand da nicht ernsthaft Wauwau, ja? So, warte, Hund? Ganz still und langsam. Drüben ist das Tier. Naja, mal raus, halt die Klappe. Wir wurden bemerkt. Ich musste die Klippe hoch.
Hippel-tippel. Ah! Wir wurden schon wieder bemerkt, Jenny. Ja, halt doch einfach mal den Klappe. Oh, Junge. Vorsichtig, Mensch. Jenny, so wird das nix. Ja, mit dir wird das auch nix. Jetzt sitzt der aber auch kacke. Wie süß sie ist. Bin gar nicht hier. Das ist doch zu schwer. Wie viel leiser soll ich denn noch daran laufen? Und bleib doch mal sitzen. Das ist ja schwieriger als alles andere hier. Aber was muss ich gleich drüben? Reichen. Ah, oh Gott. Ah, wir haben es geschafft. Oh. Ginny und Hund schließen Freundschaft. Hund schließt sich dem Team von Ginny an. Ja, Gott sei Dank. Das war ja jetzt ein Akt. Lalalalalalala. Willkommen, Hund. Wuff, wuff, okay. Wuff, 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 ja. Hm. Ich glaube, sie mag dich, Jenny. Ja, das ist schon mal gut. Ah, sie bewegt sich sogar wie du. Also, wie wollen wir sie nennen? Mal sehen, was wäre ein guter Name für dich? Gott, keine Ahnung. Ich hab's. Mädchen, von jetzt an heißt du Ghoulbestie. Halt, nein. Todesschakal. Mach mal Ross, bitte. Und es gefällt ihr nicht. Was muss ich mir einen Namen ausdenken? Bitte gib einen Namen ein. Ich bin noch so schlecht darin, Namen auszudenken. Oh, ich habe eine Idee. Ich nenne es... Nee, das ist mehr so ein Katzenname. Das ist eine Hündin, ne? Ich habe doch keine Ahnung. Ich nenne Fifi. Fifi hatte eben Rosi schon gesagt, ne? Aber Fifi finde ich gar nicht so schlecht. Ich nenne die jetzt Fifi, bevor wir 5 Stunden weiter überlegen. Fifi. Ups. Oh, was mache ich denn da? Kann ich wieder zurück? Löschen. So, ich will natürlich kleine Elfs. Fifi. Okay. Hey, was ist mit meinen Ideen? Ich schätze, es könnte weitaus schlimmer sein als Fifi. Das gefällt mir sogar. Na schön, wie du willst. Du hast jetzt unsere Freundin Fifi. Und Freunde bleiben zusammen, also bleib bei uns. Komm mal schon hin. Hi. Reichel. Oh, guck da. Das war natürlich der Plöppel da im Weg. Beim Hund. Du hast es geschafft, Ginny. Du hast den Hund gezähmt. Wie es scheint, brennt Fifi jetzt darauf zu helfen. Und jetzt, da wir unseren Grünfeld-Retriever an Bord haben, können wir uns erst ernsthaft auf die Suche nach Samen machen. Ich hab's. Warum stellen wir keinen Samen-Sondersuchtrupp zusammen, um die neuen Samen zu finden, die wir brauchen?
Du bist natürlich die Suchtruppleiterin, Ginny. Fifi kann dich führen und Pastor L und ich kümmern uns um Strategie und Logistik. Bitte? Was mit Malros ist, fragst du? Oh, ich weiß. Er übernimmt die Leitung, wenn es ums Verprügeln geht. Das gefällt ihm. Mach dir vorläufig keine Gedanken um die Felder. Darum können sich die restlichen Dorfbewohner kümmern. Du musst losziehen und diese Samen finden. Okay, gehen wir hin. Na schön, Ginny. Zeit, dass der Samen-Sondersuchtrupp seine erste Mission in Angriff nimmt. Wir sollten damit anfangen, mehr Zuckerrohrsetzlinge zu suchen. Wir brauchen mehr als die Handvoll, die du von Lilly bekommen hast. Meinst du nicht auch? Es muss noch mehr Setzlinge im Grünfeldsumpf geben, die unter dem Erdreich verborgen sind. Wenn jemand die erschnüffeln kann, dann Fifi. Das hatte ich schon. Die Hündin wird vorauslaufen, wenn sie etwas wittert. Grabe an den Stellen, an denen sie bellt, um zu finden, was du suchst. Aber sei gewarnt, es ist nicht leicht, Zuckerrohr anzubauen. Ich empfehle dir, Setzlinge, die du findest, nicht sofort zu pflanzen. Jedenfalls vorläufig. Was? Was sollen wir denn sonst damit anfangen? Keine Sorge, mein Kind. Ich werde euch schon sagen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Aber bevor die Setzlinge wachsen können, musst du noch ein bestimmtes Werkzeug beschaffen. Auf einem Plateau über dem Sumpf steht meine Hütte. Mein Diener passt auf sie auf. Sprich mit ihm, dann wird er dir einen Topf übergeben, der sich als unersetzlich erweisen wird. Na mal los, Ginny. Geh zum Grünfeldsumpf und suche nach, sagen wir, 25 Zuckerrohrsetzlingen. Und hol den Topf von L ab, wenn du schon dort bist. Okay. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Oha, 25 Zuckerrohrsetzlinge. Naja, gut. Wie viel Uhr ist es? Es ist fast dunkel, das heißt, ich würde heute mal nicht mehr losziehen. Wir haben jetzt diese Stacheln. Ist das nur eine Waffe? Sag mal. Ihr seid aber auch nervig. Wenn ihr jetzt alle 5 Minuten kommt, ne? Wir sollten hier vielleicht die Wand dicht machen oder so, dass die gar nicht erst ins Dorf können. Die haben was kaputt gemacht, ich hab's gehört. Die haben das Tor kaputt gemacht, die kleinen Pisser hier. Die haben Okay, warte. Wo ist mein Zaun? Herausnehmen. Alles. Haben die einfach kaputt gemacht. Kleinen blöden Viecher. Ein schönes Feld. Ich muss echt zusehen, dass die hier nicht irgendwie hinkommen. Das heißt, hier am besten irgendwie eine Barriere bauen. Weil hier, die kommen immer von hier. Von hier ist Angriff. Das heißt, hier müssen wir dicht machen. Oh, ja genau, das hatte ich vor. Genauso. Oh nein, ich wollte nicht den Baum kaputt machen. Der Baum ist doch hübsch. Es wird dunkel. So, da ist schon mal ein Zaun. Hier können wir den Zaun dicht machen. So ein Stück. Wir brauchen natürlich irgendwie einen Eingang, aber... Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir müssen ja auch noch gucken, wo wir die ganzen Felder hinmachen.
Vielleicht das da hinten alles abgrasen und dann hätten wir da hinten eine schöne große Fläche. So, mal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. Ist nämlich dunkel. Achso, nein, ich wollte mich schlafen legen. Dankeschön. Und dann müssen wir mal gucken. Doch, wir haben, glaube ich, noch Zeit, in der nächsten Folge loszuziehen. Mairos hat gar nicht neben mir geschlafen. Stimmt, wir haben jetzt mehr Leute. Wir brauchen mehr Betten. Ne? Wir müssen neue Häuser bauen. Oh Gott, es ist so viel zu tun. Jetzt ist die Frage, was gehen wir zuerst an? Unsere Aufgabe mit mehr Feldsachen holen oder erstmal noch ein bisschen hier bauen? Das ist die große Frage jetzt, ne? Ich glaube, wir machen erstmal hier ein bisschen... Wir räumen hier erstmal ein bisschen noch auf. So, hier diese alte Ruine weg. Kriegen wir auch noch mal ein paar Steine zum Bauen. Vielleicht heben wir dann dieses Plateau auch noch ein Stückchen ab und dann machen wir da noch ein Feld hin. Das können wir ja schon mal anlegen und wenn, während wir dann auf Achse sind, Mairos und ich, können unsere lieben Freunde das hier schon mal umgraben. Ich weiß gar nicht, was ich mit dieser ganzen Dreckserde machen soll, ne? Die ich hier abtrage. Ich buddel mich jetzt hier mal einmal durch. So macht man das. Oh. Schön Terraforming. So mag ich das. Das braucht einen Schlag länger, dieses härtere. Ey, red ich doch. War es ja nicht schlimm. Könnten mal einen besseren Hammer brauchen. Glaube ich, muss hier noch eine Ebene abtragen. Oder reicht das hier? Das könnte eigentlich reichen von der Fläche her, ne? Können wir gleich noch ein bisschen schöner gestalten. Dann müssen wir eine Vogelscheuche noch basteln, eine neue. Oh, dann müssen wir gucken, wo wir unsere restlichen Leute unterbringen können. Daher so viel zu tun. Wie weit raus geht eigentlich unser Dorf, Mairos? Bis hier. Also hier ist Dorf, hier nicht. Gut, dann werde ich das schon mal markieren, dass da Ende ist. Gut. Toll. Na ja, gut, machen wir wieder ein Reich, ist auch okay. Da müssen wir mal gucken. Was wir mit unserem schönen grünen Flecken da machen. Das Problem ist ja, dass alles andere nicht grün wird. Also ich kann das jetzt klar abbauen. Das ist dann vernünftige Erde. Aber es ist nicht grün. Oder das Grün wächst halt nicht weiter auf normale Erde. Ne, deswegen haben wir da ja jetzt diesen komischen Kackfleck. Ich weiß nicht, wie wir das wieder grüner machen. Naja. Hier ist noch so ein kleiner Raum, den können wir mal abtragen. Das Holz können wir mit Sicherheit noch brauchen. Hey, ist da? Danke. Haben wir das auch schon mal aufgeräumt. Jetzt würde ich... Haben wir noch normale Erde?
Ja, ne? Du bist die normale Erde. Warte mal, wie alles herausnehmen ist Y. Ich muss mich da mal dran gewöhnen, dass ich die Steuerung dann vielleicht öfter benutze. Hatte ich nicht vor, aber ist okay. So, ich wollte da schön neue Erde hinmachen. Dann ist nämlich der Flecken auch schon mal gestopft. So. Das Feld könnten wir ruhig vergrößern. Ich bin auch am Überlegen, ob ich da jetzt tatsächlich die Schmuddelerde nehme. Weil, wenn unser Freund da ja gleich umgräbt, dann macht er uns das ja schön. So, hier können wir mal noch so ein bisschen abtragen. Dass das organischer aussieht. Hier würde ich noch ansetzen. Nein, daran nicht. Ja, da wollte ich einen hinsetzen. Hier vielleicht. Dann machen wir das hier auch dicht. Hätte ich jetzt auch mit schöner Erde machen können, aber ist egal. Ist ja egal. So, hier hinten müssen wir noch ein bisschen auffüllen. Das ist jetzt auch die Frage, wie weit geht da unser Gebiet? Müssen wir gleich mal rausfinden. Okay, da ist schon wieder Ende. Also ist das hier Grenze, ja? So. Ja. Komm, mach doch. Oh, hier so eine schöne organische Form, die recht natürlich aussieht. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Feld machen oder noch irgendwie eine kleine Hütte oder so. Ja, mal raus, entspann dich. Weiß, ich verlasse immer den Border, dann kriegt er voll den Anfall. So, das sieht doch schon mal von dem Hügelchen her besser aus. Und wenn wir das jetzt zum Feld machen. Ich habe aktuell nicht so viele Zäune. Die müssten wir dann eventuell noch irgendwo klauen. Das war es erstmal an Feldern. An Zäunen. Wir können ja die hier noch nehmen. Die brauchen wir dann nicht. Gut. Hier haben wir auch noch welche. Ja, ich weiß, das ist im Moment unsere Barriere. Aber lass uns hier jetzt einfach mal aufräumen. Da müssen wir uns da was anderes überlegen, um hier dicht zu machen. Also Zäune für so ein Tor finde ich schon ganz praktisch, aber... Ich weiß nicht. Ist halt schwierig, ne? Ich hier rüber gehen. Und dann hier so ein bisschen die Kurve und hier dann vielleicht hier so den Aufstieg. Haben wir noch Treppen? Ja, haben wir. Zum Feld hoch. So. Kann man hier aufs Feld? Ich glaube, das wird ganz gut.
Dann werden wir an dem Feld auf jeden Fall in der nächsten Folge noch weiterarbeiten, dass die, wie gesagt, schon mal anfangen können umzugraben, während wir auf Suche, ich verhungere gerade, auf Suche nach neuen Sachen gehen. Wir müssen mal bald wieder ernten. Ich glaube, unsere Bewohner haben auch kaum noch was zu essen. Ja, so viel zu tun. Ich bedanke mich auf dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!